Moin Leute, Corlas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky. Heute sprechen wir einmal über das Omega-Update. Hauptsächlich allerdings über die Omega-Expedition, allgemein über Expeditionen, Wissenswertes für Anfänger und allgemeine Tipps, Tricks und Zusatzinfos. Das ganze Spiel kennt ihr aus den Guides. Fangen wir einmal ganz vorne an. Wer sich aktuell am Überlegen ist, sich No Man's Sky zu holen, der hat jetzt eine günstige Gelegenheit. Denn bis zum 26.02.24 ist No Man's Sky auf allen verfügbaren Plattformen auf 50% reduziert. Deshalb, wer sich noch am Überlegen war, nutzt es. Vor allen Dingen, ihr habt jetzt am Montag, wo das Video kommt, noch 4,5 Wochen Zeit, direkt mit der Expedition zu starten, was ich euch auch dringend ans Herz legen werde. All dieweil, innerhalb von 4,5 Stunden ist diese Expedition auf jeden Fall gut durchspielbar, auch nicht übereifrig, sondern relativ entspannt noch. Man kann es wahrscheinlich sogar krass reduzieren auf 3 Stunden oder 3 Stunden 30, wenn man es richtig provozieren will. Aber im 4 Stunden 30 habe ich es sehr gut durchgekriegt, die Expedition, habe mich nicht gestresst. Das war eine entspannte Nummer. Ich dachte am Anfang, die wäre länger als die anderen Expeditionen, die ist aber tatsächlich ähnlich lang. Wie startet man die ganze Expedition? Wenn ihr ganz neu seid, neues Spiel, dann oben rechts hier auf Gemeinschaftsexpedition. Da steht jetzt auch noch 5 Wochen verbleibend. Idyweil, ich nehme das direkt heute beim Release auf. Also der 15.02.24 gegen 15 Uhr ist es released worden. Ich habe es jetzt 4,5 Stunden gespielt. Wir haben jetzt 23 Uhr, wo ich das Ganze aufnehme. Deshalb Gemeinschaftsexpedition gleich reinstarten. Dann habt ihr einen ähnlichen Start zum Normalmodus. Nur mit dem Unterschied, dass ihr zugeballert werdet mit Ressourcen. Also wirklich. Egal, ob es normale Materialien sind oder Upgrade-Module, Units, Naniten und vor allen Dingen tonnenweise Cosmetics und zusätzlich natürlich die Expeditionsbelohnung wie das Raumschiff, ein Stab, ein Jetpack und ein Kopfschmuck sozusagen, beziehungsweise einen neuen Helm. Das Ganze gucken wir uns jetzt im Detail auch einmal an. Zusätzlich auch einmal die Info für alle, ich sag mal, alten Hasen von No Man's Sky. Ihr braucht jetzt nicht mehr einen neuen Spielstand anlegen. Ihr könnt jetzt direkt mit eurem Standard Spielstand diese Expedition starten. Wie genau, zeige ich euch gleich. Wir gehen aber erstmal hier in meine Gemeinschaftsexpedition rein. Ich habe das nämlich oldschool gestartet. Shoutout by the way an Hitcher aus dem Community Discord. Der hat mich da nochmal drauf aufmerksam gemacht, dass ich das taktisch überlesen habe, dass man das jetzt auch mit bestehenden Spielständen starten kann. Man verliert dabei auch nichts, man kopiert lediglich sogar Equipment da rein, also man kann sich da den Start deutlich noch einfacher machen. Wir schauen uns jetzt aber direkt am Anfang erstmal die Belohnung von der Expedition an. Und zusätzlich, was wir da alles rausbekommen und ein paar zusätzliche Infos für die Expedition. Tatsache ist nämlich, es gibt in jeder Phase einen zusätzlichen Slot, wodurch ihr Quecksilber bekommt, der allerdings nicht nur in eurer Hand liegt, ob ihr das Missionsziel erreicht oder nicht, sondern das ist eine gemeinschaftliche Scan-Mission. Und das Ganze sehen wir nämlich hier. Und da wir jetzt am ersten Tag sind gerade mal jetzt ein paar Stunden vergangen, sind wir gerade mal bei 75% vom Planet 1. Das heißt, wenn ihr
dann am Montag, Dienstag, Mittwoch das Ding starten solltet, werdet ihr sehr wahrscheinlich schon beim Planet 4 oder sogar 5 oder sogar komplett fertig sein. Da jetzt sehr, sehr, sehr viele Leute am Spielen sind. Hier bekommt ihr nämlich auch noch zusätzliche Sachen wie ein Begleiterei, nochmal zusätzlich Quecksilber, Inventarplätze etc. Und das Ganze gibt es halt bei jeder einzelnen Phase. Deshalb bekommt ihr da auf jeden Fall nochmal tonnenweise an Quecksilber in Rachen. Das lohnt sich. Für die Leute, die nicht wissen, was für Quecksilber da ist, Quecksilber kann man bei der Weltraumanomalie hier bei den Quecksilber-Synthetisierer verwenden, um Cosmetics zu ergattern. Und zwar exotische Gegenstände herstellen, und dann habt ihr hier ganz viele Sachen, die ihr damit freischalten könnt. Quecksilber könnt ihr auch nicht kaufen, deshalb No Man's Sky ist nicht Pay to Win oder ähnliches. Deshalb gönnt euch. Quecksilber ist durchaus nützlich, bekommt ihr auch noch durch andere Missionen, da war ich beim Weltraum-Anomalie-Guide auch noch mal mehr drauf eingegangen. Jetzt gucken wir uns erstmal das tolle Expeditionsschiff hier an. Und zwar den Sterngeborenen. Das ist dieses U-förmige Raumschiff. Und ich persönlich finde es von der Optik sehr nice und sehr gut gelungen. Was mich vor allen Dingen sehr begeistert, ist diese Hover-Funktion, die es hat. Es hat nämlich kein normales Landesystem wie die anderen Raumschiffe, sondern halt wirklich so ein Hovern, was halt schon sehr cool ist. Standard-Loadout sieht wie folgt aus. Wir haben einen Impulsantrieb, der komplett ausstaffiert ist mit 3S-Modulen. Das ist auch die Standardformation von den ganzen Upgrades. Das heißt, wenn ihr das Raumschiff beim Expeditionshändler abholt für 1400 Naniten, dann habt ihr das genau so. Wir haben hier was sehr cooles. Wir haben hier zwei turbogeladene Slots direkt nebeneinander, sind zwar quasi nur zwei. Packt die Sachen mal aus, dann sieht man es noch besser. Aber immerhin zwei direkt nebeneinander, das ist schon mal eine coole Sache. Die anderen beiden Slots verbirgen sich einmal hier hinter dem anderen Antriebsmodul und hier beim Raumschiffschild. Die sind ein bisschen weiter auseinander, aber ist okayisch. Was man sagen muss, dem Phasenstrahler, dass sie ausgerechnet den gewählt haben, mit da reinzupacken, bin ich jetzt kein großer Freund von, weil Phasenstrahler finde ich eine der schlechtesten Waffen für ein Raumschiff. Bin ich absolut kein Fan von. Photonkanone ist okayisch. Ich hätte das aber ehrlicherweise mehr gefühlt mit einem Inframesser oder mit einem Zyklotron-Balliste. Vielleicht auch ein Positronenwerfer, aber die beiden waren, finde ich, so overall die schlechtere Wahl. Zusätzlich gibt es hier dann noch eine Polo-Figur. Polo-Figuren sind, beziehungsweise Raumschiff-Inventarfiguren, sind auch direkt hier ersichtlich. Hier in der Mitte ist er zu sehen. Und der ist nicht für umsonst, sondern der boostet tatsächlich eure Stats. Ich kann das gerne mal zeigen. Wir achten auf die Manövrierfähigkeit. Hier haben wir nämlich jetzt 1767. Jetzt packt den einmal komplett raus. Jetzt sind wir nur noch bei 1705. Deshalb angedockt an das andere Kosmetik, also an die Raumschiffspur, sorgt dafür, dass wir die Manövrierfähigkeit nochmal boosten, was eine coole Sache ist. Zusätzlich sehen wir es halt auch noch in der Ego-Perspektive im Cockpit. Ansonsten, was der Warp-Antrieb angeht, ist okay. Ihr bekommt halt gleich immer einen 100% vollgeladenen, was eine coole Sache ist. Das Notfall-Warpen bin ich kein großer Freund von, ist okay. Aber hätte man auch durch ein anderes Modul ersetzen können.
Der Frachtscan-Deflektor ist dabei, was sehr cool ist für die Leute, die auch den Piraten-Guide gesehen haben. Das kann man durchaus sehr gut nutzen. Raumschiffschild ist okay. Allgemein muss man sagen, von den Stats her ist das Raumschiff eine sehr solide Sache. Da kann man absolut nicht maulen. Also wenn man es nochmal individuell anpasst, ist das eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Vor allen Dingen, wie gesagt, von der Optik her, mir persönlich gefällt es sehr gut. Dann gucken wir uns jetzt einmal den Helm an. Dieser Helm ist nämlich auch durch die Expedition holbar. Von der Optik her finde ich den auch sehr gelungen. Sehr, sehr nice. Die Kanten machen es dabei schon sehr schick. Das Jetpack hier ist auch hier zu holen. Alles natürlich von der Farbe anpassbar über die Aussehensmodifikationsstationen. Die Spur habe ich hier schon mal ersetzt. Aber das Ding macht schon einiges her. Die andere Expeditionsbelohnung ist das Multiwerkzeug, der Atlas-Stab bzw. das Atlas-Zepter. Ist eine coole Sache, vor allen Dingen, es gibt einen Reskin von dem Mean-Laser. Zusätzlich hat man hier standardmäßig die Neutronenkanone komplett ausstaffiert, was das Schadenspotenzial halt schon extrem boostet. Turbogeladenen Slots sind nicht ganz so ausgeprägt, leider. Also tatsächlich gibt es hier gerade nur zwei Stück, die man standardmäßig dabei hat. Die anderen muss man leider erst dann noch freischalten, beziehungsweise dieses Zepter bekommt man ausschließlich in der A-Klasse. Ist ein bisschen schade. Ich bin mir nicht 100% sicher, warum Hello Games gemeint hat, wir müssen da eine A- und keine S-Klasse draus machen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das gemacht haben aufgrund des Echos-Update, weil man theoretisch sehr lange spielen muss, bevor man an den Stab rankommt. Man kann ja die Klasse aufleveln über die Multiwerkzeug-Upgrade-Station an den Raumstationen. Kostet 50.000 Naniten. Ist halt schon ohne Farmmethode von Naniten schon sehr zeitintensiv, aber an sich trotzdem ein cooles Ding. Ich werde es auf jeden Fall auf anderen Spielständen upgraden. Tendenziell eine sehr coole Sache. Jetzt gucken wir uns einmal kurz das Inventar einmal an, denn wie man sieht, komme ich hier mit 4,5 Stunden mit 41 Millionen Units raus, 7100 Naniten und in der Weltraumanomalie habe ich schon sehr, sehr viele Sachen freigeschaltet, for free, durch diese Expedition, plus natürlich die Upgrade-Module, alle umsonst soweit bekommen. Deshalb, die Expedition lohnt sich durchweg immer. Die Omega-Expedition, die ist halt wirklich vergleichsweise kurz. Die anderen Expeditionen dauern so im Schnitt eher so 6 Spielstunden, sind also auch gut machbar. Aber das Ding ist halt, diese Expeditionen sind halt immer worth it. Für die, die jetzt nicht gespoilert werden wollen, einmal direkt ganz kurz weggucken. Wir gehen einmal ganz kurz über die einzelnen Missionsabschnitte drüber und was ich noch dabei sagen kann. Generell am Anfang ist es ziemlich casual. Ihr müsst erstmal euer Raumschiff reparieren, eine Basis errichten und dann kann ich euch empfehlen, scannt erstmal alles, was ihr irgendwie findet. Nicht nur, dass ihr euren Gemeinschaftsfortschritt boostet, sondern ihr bekommt hier halt auch in der Expedition schon mal einen Missionsabschnitt durch. Dann gibt es dann natürlich auch Sachen mit ein anderes System reingewarpt, die Weltraumanomalie betreten,
was halt sehr casual Sachen sind, muss man ehrlicherweise sagen. Dann Bergungen durchgeführt, da müsst ihr einfach mit Terrain-Manipulator Sachen ausbuddeln, ist jetzt nicht dramatisch. Und die ganzen Treffen sind ähnlich wie bei den anderen Expeditionen. Das heißt, ihr bekommt einen Punkt auf der Galaxiekarte und müsst da einfach nur hin. Kleiner Tipp von mir, achtet einfach auf die ganzen Kommunikationsmodule, die ersichtlich sind von den anderen Spielern. Die führen euch in der Regel immer genau zu der richtigen Position. Dann braucht ihr nicht dumm hin und her suchen, sondern könnt da direkt landen. In der zweiten Phase geht es einmal ein bisschen mehr um Atlas und um seine Boden. Da bekommt ihr verschiedene Erinnerungsfetzen, die ihr einmal herstellen müsst, um dann mit einem Impulsantrieb einmal durch die Galaxie zu warpen. Relativ einfache Sache. Ein Schritt, den ihr auch vorweg wählen, nehmen könnt, dass wenn ihr mit einem Raumschiff einmal unterwegs seid, schießt einfach gleich alle Asteroiden weg, die ihr habt. Ihr müsst nämlich hier 55 Stück davon einfach abschießen, um den Step auch zu erreichen. Die Basis dekorieren ist ehrlicherweise ein bisschen nervig. Da müsst ihr nämlich vorab schon ein bisschen geborgenes Glas geborgene Daten so gefarmt haben, um die Deckenlampe oder ähnliches Sachen freizuschalten. Also ihr solltet so circa 20 geborgene Daten, würde ich sagen, vorher gesammelt haben, damit ihr alle Sachen dafür freischalten könnt. Als Belohnung bekommt ihr hier 32 geborgene Daten und Glas, was halt eine coole Sache ist fürs Voranschreiten. Vor allen Dingen, wenn das ein Spielstand ist, der komplett neu ist, also ihr ganz neu anfängt, dann ist das auch ein sehr cooler Boost. Für Leute wie mich, die mit einem normalen Spielstand alles mit geborgener Daten schon freigeschaltet haben, ehrlicherweise ziemlich nutzlos. Da kann man die Sachen nur verschenken oder verkaufen. Dann, was gefühlt auch in jeder Expedition zu finden ist, ein schwarzes Loch betreten. Die sind mittlerweile auf jeder Galaxiekarte immer sofort ersichtlich. Ihr müsst nicht wie vorher mit dem Spezialisten Polo sprechen, um ein schwarzes Loch zu finden, sondern ihr seht die jetzt direkt, wenn ihr mit dem Raumschiff im Weltall seid und die Galaxiekarte aufleuchtet. Dann ist das schon mal eine sehr coole Quality of Life Änderung, deshalb haben sie es hier sehr wahrscheinlich auch wieder reingenommen. Wunderprojektor bauen ist auch ganz einfach erklärt und vor allen Dingen hier bekommt ihr durch so eine Billo-Aufgabe an sich ein Minotaurus Geobucht und Technologiebaupläne vom Minotaurus, was eine sehr, sehr coole Sache ist. Folglich, ihr braucht das nicht selber freischalten, ihr bekommt es durch die Expedition for free freigeschaltet, was auch eine coole Sache ist. Dann natürlich das nächste Treffen, wo ihr halt auch wieder coole Belohnungen kriegt, wie halt auch Multiwerkzeug-Inventarplätze. Wenn ihr gerade ein Multiwerkzeug ausgerüstet habt, wo ihr nicht diese Inventarplätze verbrauchen wollt, könnt ihr auch auf Ablehnen machen, dann bekommt ihr die Slots ins Inventarsystem reingelegt und könnt ihr dann separat auf ein Multiwerkzeug anwenden, auf das eurer Wahl. Dann hier natürlich den nächsten Planeten kartografieren, das mit dem Gemeinschaftsfortschritt, wo ihr nicht direkten Einfluss drauf habt, also nur einen sehr kleinen Einfluss drauf habt. Wie schon gemeint. In der dritten Phase haben wir dann nochmal Sachen ausbuddeln mit dem Terrain-Manipulator. Ist auch nicht dramatisch. Da müsst ihr verschiedene Planeten bereisen. Also ihr müsst ein Foto machen von einem gefrorenen Planet, einem stickigen Planeten und einem heißen Planeten. Dadurch bekommt ihr halt auch einen Nährstoffprozessor und verschiedene Samen. Dann müsst ihr mehrere Kreaturen gescannt haben. Das ist halt auch eine Sache, die ihr schon in der ersten Phase oder ähnliches erledigen könnt. Das hatte ich auch zufällig schon mitgemacht. Das ist auch eine coole Sache. Geht sehr schnell. Die Schmuggeltour ist die Sache, wodurch ihr in dieser Expedition am meisten Kohle macht. Im Endeffekt müsst ihr nur in einem gesetzlosen System
die verschiedenen Ressourcengessern, also Mondäther oder Gragra oder ähnliches. Wer den Piratenguide bei mir gesehen hat, weiß, wie man da am besten mit umgeht. Dann einfach in ein nicht gesetzloses, also in ein normales System reinwarpen, da die Sachen verkaufen. Dann bekommt ihr einige Millionen dadurch. Tendenziell würde ich euch empfehlen, wenn das euer erster Spielstand ist, nutzt das einfach und holt euch diese kleinen Frachtraumkapseln in Hülle und Fülle, weil dadurch macht ihr richtig viele Millionen. Könnt ihr sozusagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Flüssigsprengstoff herstellen ist ein bisschen nervig. Ihr müsst nämlich in der Weltraumanomalie mit Naniten, die ihr zum Glück bis dahin auch ausreichend bekommt, etwas freischalten. Und zwar beim Synthese-Labor müsst ihr bei wertvollen Produkten Säure freischalten, Schmiermittel freischalten, instabiles Gel freischalten und dann habt ihr hier den Flüssigsprengstoff. Um das herzustellen, brauchen wir halt, wie man sieht, Säure und instabiles Gel. Also Kaktusfleisch müsst ihr ein bisschen farmen. Mordid, was ihr durch Kreaturen auf dem Planeten bekommt, wenn ihr die kalt macht, und Pilzschimmel, was ihr auf dem Pilzschimmelplaneten abernten könnt. Eigentlich eine einfache Sache, vor allen Dingen, weil ihr vorher auch schon für euren Exo-Anzug diese Gefahrenschutzhandschuhe bekommt. Dadurch könnt ihr die einfach abernten auf dem Planeten. Super einfache Sache, hatte ich sehr schnell erfüllt. Deinen Horizont erweitern ist im Endeffekt auch nochmal mit den Atlas-Samen einmal mit einem Impulsantrieb ein bisschen hin und her boosten. Keine große Sache, muss man nicht weiter zu erklären. Dritte Treffen brauchen wir auch nichts zu sagen. Dann haben wir einmal Phase 4 mit Reliktjäger. Ihr müsst einfach nur irgendein Relikt nicht mal ausgegraben haben. Es geht auch als Belohnung durch irgendwelche Boxen etc. Könnt ihr diese Errungenschaft auch haben. So hatte ich sie zum Beispiel leer. Ich hatte einfach von einer Frachtbox hatte ich einfach ein Relikt drin und habe dadurch die Errungenschaft gekriegt. Beziehungsweise den Meilenstein von der Expedition. Also auch eine sehr einfache Sache. Gesunkenen Frachter erkunden ist ein bisschen müßig. Ihr müsst auf einen Wasserplaneten Nautilus Kammer errichten, also das U-Boot, und müsst damit dann einen Funkturm drin errichten. Also eine Scan-Anlage, so rum, nicht Funkturm, eine Scan-Anlage errichten und müsst dann nach gesunkenem Frachtern scannen. Da könnt ihr dann einfach am besten mit dem Raumschiff einfach hinfliegen und dann hat sich die Sache. Hat ein bisschen gedauert bei mir, ich glaube das waren so, ja, 10 oder 15 Minuten, wie ich dafür gebraucht habe. Dann insgesamt 25 Wächter beseitigen, das habt ihr in der Regel auch bis dahin schon längst gemacht. Ist nicht weiter dramatisch. Dann müsst ihr einmal ein paar Kekse backen. Wie ihr das macht, wird ganz genau in der Quest beschrieben. Und die Ressourcen bekommt ihr bis auf Weizen bekommt ihr hinterhergeschmissen. Also auch keine große Sache. In die Leere geschrien ist im Endeffekt auch wieder nur mit einem Impulsantrieb und einem Item im Weltall rumcruisen, also auch nichts Dramatisches. Vierte Treffen brauchen wir auch wieder nicht drüber reden. Dann haben wir in der letzten Phase, in der fünften, mit einer Realität gesprochen. Das heißt, ihr müsst mit einem Reisenden sprechen. Der führt euch zu einem Grab. Da könnt ihr dann einfach hin. Da bekommt ihr schon mal die erste Glyphe. Deshalb auch ein cooler Boost für alle komplett neuen. Wird aber auch genau Schritt für Schritt in der Quest erklärt, beziehungsweise es gibt da auch sogar die Questmarker, also ganz einfach machbar. Dann könnt ihr eine Sache auch noch zwischendurch die ganze Zeit erledigt haben, einfach Wissenssteine vorab einsammeln. Ihr müsst insgesamt nur 16 Wörter lernen, egal von welcher Rasse etc. Also auch keine große Sache.
Als nächsten Schritt müsst ihr einen blauen Stern besuchen, also ihr braucht einen Indium-Antrieb. Den könnt ihr auf der Weltraumanomalie einfach freischalten. Keine große Sache. Die Ressourcen bekommt ihr auch während der Expedition hinterhergeworfen. Also da braucht ihr euch auch keinen Kopf machen. Auf dem blauen Planeten müsst ihr sowieso, denn da findet ihr am besten eine bizarre Lebensform. Schrägstrich exotische Lebensform. Auf so spezial bzw. exotischen Planeten, zum Beispiel skelettartiger Planet oder beispielsweise metallischer Planet, da gibt es spezielle Kreaturen, Schrägstrich Lebewesen. Die könnt ihr einmal scannen, dann bekommt ihr diesen Meilenstein. Ist am besten wirklich bei roten, blauen oder grünen Sternkörpern. In dem Fall kann man gleich einen blauen Sternkörper nehmen, dann hat man gleich zwei Meilensteine hintereinander abgearbeitet. Die bekommt man da sehr einfach. Dann einmal nochmal mit dem Atlas-Samen, einmal mit dem Impulsantrieb boosten. Nochmal einen Atlas besuchen, also auch zwei sehr schnelle Quest-Gegenstände, beziehungsweise Meilensteine. Und dann nochmal ein Treffen. Wenn ihr das Ganze halt erledigt habt, habt ihr auf jeden Fall um die 8000 Quecksilber alleine dadurch. Wenn ihr dann diese Gemeinschaftsexpedition dann auch noch alle erledigt habt, dann bekommt ihr auch nochmal pro Stufe 900 Stück. Plus halt noch ein paar zusätzliche Besonderheiten. Deshalb ist eine coole Sache, lohnt sich auf jeden Fall. Deshalb lasse ich den Spielstand jetzt auch noch gerade bestehen. Wenn ihr dann ganz am Ende seid, sieht der Bildschirm so aus. Hier seht ihr dann alle Meilensteine, die ihr zusammen habt. Dann wird nochmal direkt geschrieben, was ihr dadurch alles errungen habt, was ihr alles in dem Run erhalten habt. Und dann können wir auf Belohnung einsammeln gehen. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, halt alle Belohnungen nochmal direkt zu bekommen, was ich mich gerade frage. Habe ich jetzt das Raumschiff geduped? Wäre witzig. Nee, habe ich nicht. Okay. Ist aber im Endeffekt, wie gesagt, halt sehr, sehr witzig. Könnt ihr machen. Dann haben wir hier die Möglichkeit, wenn ihr jetzt in einem normalen Spielstand seid und ihr wollt die Expedition starten, dann könnt ihr ab sofort jetzt zu diesem Punkt, der ist in der Weltraumanomalie jetzt hier hinten angesiedelt, und hier könnt ihr dann mit einem normalen Spielstand diese Expedition starten. Ihr habt sogar die Möglichkeit, Ressourcen damit reinzunehmen, Multi-Werkzeug und ein Raumschiff mit reinzunehmen. Das heißt, ihr könnt euren Start extremst boosten. Vor allen Dingen, großer Vorteil, ihr verliert dadurch nichts. Die Sachen werden lediglich kopiert, das steht auch mit dabei. Und ganz am Ende der Expedition, wenn ihr alles abschließt, könnt ihr da auch einfach die Ressourcen dann abholen. Eine zusätzliche Sache, die mit dem Omega-Update noch gekommen ist, wer sich bisher immer abgemüht hat, zum Multiwerkzeug-Verschrottungsanlage zu kommen, kann jetzt einfach hier unten über die Teleportplattform gehen und kommt hier direkt an. Kein lästiges Hochfliegen mehr mit einem Jetpack oder ähnliches, ist jetzt einfach ein Shortcut. Haben sie cool gemacht, bin ich ein großer Fan von. Macht's auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Dann nur noch die zusätzlichen Infos. Ab sofort, also sprich seit dem 15.02.24, seit dem Omega-Update, könnt ihr ab sofort auch Piratenfrachter besitzen. Das heißt, ihr könnt nicht nur diese normalen Frachter, teilweise Special-Frachter wie so ein Sternzerstörer etc. als Frachter haben, sondern ihr könnt einen Piratenfrachter, einen Dreadnought, besitzen.
Die sind von der Optik halt auch sehr, sehr, sehr cool. Ich habe noch nichts gelesen, dass mein Piratenfrachter Farm Guide jetzt veraltet ist. Der müsste immer noch genau so funktionieren. Berichtigt mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber in der Regel sollte das noch genauso funktionieren. Das heißt, wenn ihr aus seid auf einen Piratenfrachter, dann go for it. Vorsichtshalber, falls das gerade falsch angekommen sein sollte, diesen Piratenfrachter könnt ihr natürlich nicht zusätzlich besitzen, sondern als alleinstehenden Frachter. Deshalb geht leider weiterhin nur ein Frachter. Ansonsten sind in dem Omega-Update einige Quality-of-Life-Änderungen nochmal gekommen. Die Atlas-Mission wurde komplett überarbeitet, so dass sie jetzt ein bisschen cooler gestaltet ist. Vor allen Dingen auch so ein bisschen, ich sag mal, endgültiger. Und es sind ein paar, viele Bugsfixes gekommen zu allen möglichen Sachen. Wer den Short gesehen hat, es gibt natürlich auch schon ein paar neue Bugs. Aber tendenziell halt sehr, sehr, sehr positiv wieder. Das Einzige, was ich halt wirklich eher zu beanstanden habe, ist, dass sie gemeint haben, dass ein Phasenstrahler bei dem Raumschiff eine coole Idee ist und dass der Stab nur A-Klasse hat. Ansonsten bin ich durchweg zufrieden mit dem Update. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Daddeln. Wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Gerne sonst im Discord mit dazukommen. Da gibt es immer aktuelle Infos nochmal oder man trifft sich zum gemeinsamen Daddeln. Genauso wie Treffen auf dem Community-Planeten mit Basiserrichtung etc. Ich wünsche euch noch schöne Zeit bis dahin. Vielleicht sehen wir uns auf dem Discord oder hören uns sogar. Bis denne, adios, ciao.